Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Life is a Feudal Forest Village. Bevor ich anfange mit Spielen, wollte ich mich bei den Leuten, die jetzt die in den letzten Tagen und auch allgemein die Videos geschaut haben und auf meinen Kanal gefallen sind, vielen Dank, dass ihr da seid und mich teilweise unterstützt mit Kommentaren und Likes und einfach, dass ihr da seid. Das freut mich mega. Und falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Denn ja, ich würde gerne die Sache halt so gut wie möglich machen für euch. So. In der letzten Folge haben wir die Vorbereitungen für die Expedition vorbereitet. Dann haben wir auch eine neue Scheune gebaut. Ich muss nur wieder finden, wo sie sich befindet. Hier ist die eine und die andere ist hier, genau. Und da habe ich auch schon mit dem Karawanenstall einen Weg festgelegt, dass hier die Ressourcen ein bisschen nach hier hin verlagert werden sollen, damit diese Scheune hier ein bisschen leerer wird und wieder Platz hat zum Einlagern. Hier könnte ich das Gleiche machen, denn diese Scheune ist auch ziemlich voll. Ich denke, ich werde das dann auch sofort. Hat das jetzt funktioniert? So. Nach. Hier hin. Genau. Ja, hier haben wir sehr, sehr viel Getreide. Mehl könnten wir auch wieder herstellen lassen. Das geht jetzt so langsam zur Neige. Und dann schauen wir jetzt noch mal kurz hier. Uns fehlen noch 6 Fleischpasteten. Holz ist schon da, das hier auch, ja. Ja, es sind nur noch die Fleischpasteten, die uns fehlen. Das ist ja schon mal eine sehr gute Sache. Das dürfte, denke ich, eigentlich jetzt ziemlich schnell, mehr oder weniger schnell, fortgehen. Also weitergehen. Und die zweite Bäckerei ist hier. Ja, das ist vielleicht auch doof, dass ich die zwei Bäckereien so nah aneinander gebaut habe. Aber egal, das ist jetzt für den Moment gerade okay. Fisch werde ich auch sperren lassen. Und Brot auch. Damit die Leute etwas mehr Gemüse essen. Davon haben wir ja fast 5000, das dürfte, denke ich, mehr als ausreichend sein. So. Die hochwertigen Werkzeuge wurden auch schon geliefert, dann kann ich das ja auch entsperren. Ich lasse die Leute jetzt vorerst noch ein bisschen da drinnen und arbeiten. Uns fehlen 27 Stück, bis das wir unser Limit von 100 erreicht haben. Das ist eigentlich okay so. Gut. Was ich auch tun könnte, ist... Ich sehe jetzt gerade nur nicht, wie unser Weg verläuft. Aber bis hierhin dürfte eigentlich ein Weg sein. Dann könnte ich einen Weg hier hochziehen. Und dann so hier irgendwie, mehr oder weniger. Und ein zweites Bienenhaus bauen. Um noch etwas mehr Honig zu kriegen. Uns fehlen immer noch die Fleischpasteten. Na, Bäcker? Was macht ihr?
ist das ganze Material da. Und hier auch. Wieso geht das nicht voran? Naja, mal schauen, das dürfte eigentlich nicht mehr allzu lang dauern. Hoffe ich auf jeden Fall. So. Hier haben wir jetzt auch wieder etwas mehr Platz. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass unsere Scheune hier nicht überlagert wird. In der letzten Folge habe ich mir auch die Frage gestellt, ob ich hier ein bisschen ausbauen soll. So hier im Eck. Oder ob ich doch eher so hier ein kleines Distrikt weiterbauen soll. So haben wir dann hier einen kleinen Komplex. Dann würde hier etwas freier sein. Also den Teil hier. Und dann dort weitermachen. Oh, scheiße. Unsere Hühner haben keinen Hafer mehr. So. Da müssen jetzt ein paar Hühner gekillt werden. Kommt schon. Die fressen uns sonst zu viel Hafer weg. Und das gibt uns auch wieder Fleisch. Das ist eigentlich ziemlich gut. So. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Weiter killen. Wir haben nur noch 15 Hafer für 31 Hühner. 14 Hafer. Das ist eine sehr, sehr knappe Angelegenheit gerade. Und das Schlimmste ist, dass wir mitten im Winter sind. Wir haben nicht Ende des Winters, sondern wirklich die Mitte des Winters. Ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Kommt schon. Ja, da verhungern die Hühner schon. Ah, toll. Okay, dann kille ich die Hühner lieber nicht. Hier habe ich schon angesetzt, dass Hafer produziert werden soll. Dann denke ich, werde ich auch hier auf Hafer gehen. Und hier auf Flachs. Hier, so. Und die Hühner kille ich dann jetzt gerade nicht mehr. Denn falls dann unsere Hühner verhungern sollten, stirbt wahrscheinlich. Hoffentlich. Sterben hoffentlich nicht alle Hühner. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass die ein bisschen was aushalten und nicht alle sofort verrecken. So. Wie? Das Boot ist schon weg. Och Mann. Okay. Also Spätherbst, 15. Jahr. Da kommt unsere Expedition wieder an. Ich bin gespannt, welches Tier da entdeckt wird. Nee, ich habe angegeben, etwas für die Felder. Ich bin gespannt dann, was für die Felder entdeckt wird. Unsere zwei Hühnergehege sind am Verhungern. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, dann kann ich das hier jetzt freischalten. Und ich würde sagen, hier lasse ich Honigkuchen herstellen. Wie viele Kalorien geben die? 39. Ja, 56. 59.
Ja, Obstkuchen kann ich noch nicht herstellen. Dafür brauchen wir Milch. Und die kann ich noch nicht. Die habe ich leider noch nicht. Okay, 0 Grad. Ich pausiere das Spiel kurz. Ich schaue nur noch. Das 25. Du, hallo? 41, 59, 56. Ja, Gemüsepasteten sind eigentlich die effektivsten. Und das Brot gibt 8 Kalorien. Ich denke, ich gehe dann jetzt mal auf Gemüsepasteten. Also genug Gemüse haben wir ja eh. Eier haben wir auch genug. Und ich habe jetzt auch zwei Leute in die Getreidemühle eingesetzt, in die Windmühle eingesetzt. Das heißt, da dürfte das mit dem Mehl eigentlich auch klappen. Okay, mal schauen. So, hier sind noch 6 weitere Leute wieder frei. Dann 8 Leute auf die Felder. 3 Leute auf die Obstplantagen. Und 3 Sammler. Oder wie mache ich das jetzt? Der in der Getreide, in der Schneiderei kann eigentlich raus. Hier würde ich nämlich schon gerne 2 Leute einsetzen. Wo kann ich noch jemanden rausholen? Einen Holzhacker frei. So. Das dürfte eigentlich so klappen. Wir haben ja jetzt Frühlingsbeginn, das heißt, unsere Leute werden so langsam aber sicher weniger Brennholz verbrauchen. Und wir haben ja noch genug, also 500 sind da. Das heißt, das dürfte eigentlich so klappen. Ach Mann, das ist jetzt gerade ein bisschen... Naja, ne? Ich hoffe, das mit dem Hafer geht jetzt schnell, damit unsere Hühner nicht alle verrecken. Lasset den Hafer wachsen. Ich hoffe, das klappt wirklich. Genau. Okay, ich hoffe, das klappt. Bis jetzt ist ja noch kein Huhn gestorben. Ich hoffe, das bleibt auch so. Wenn jetzt ein Huhn verhungern würde, kriegen wir dann das Fleisch oder ist das dann komplett verloren? Das weiß ich gerade nicht. Falls ein Huhn jetzt verrecken würde wegen Verhungern, ob das dann wirklich komplett lost geht, das Fleisch, oder ob wir dann, wie wenn wir ein Huhn killen würden, dann ein Fleisch rauskriegen. Das müsste man jetzt schauen. Eigentlich müssten die Hühner hier eher also verhungern. Es ist ein Huhn zu Tode gehungert. Noch eins. Nein, wir kriegen das Fleisch nicht. Okay, wir kriegen das Fleisch nicht. Wenn ein Huhn verhungert, dann geht es verloren.
Wir kriegen da nichts mehr raus. Das ist schade. Das ist schon ziemlich schade. So, schnell wachsend. Ich hoffe, das geht jetzt wirklich schnell. Da fängt es schon an zu wachsen. Und wie sieht's hier aus? Kommt schon, meine Leute. Kommt schon. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Es ist noch nicht viel auf dem Feld gewachsen, aber was halt schon bereit ist, kann abgeerntet werden und hier zu den Gehegen gebracht werden, damit unsere Hühner jetzt nicht alle verhungern. Das geht jetzt nämlich gerade ziemlich schnell. So, 25 Hafer sind im Lager. Jetzt hoffe ich nur, dass das schnell gebracht wird. Hier wurde gerade Hafer hingebracht. Das Hungersymbol ist nämlich weg. Aber es wurde halt auch sofort aufgebraucht. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt klappt. Aber es müsste eigentlich... So. Perfekt. Gut. Das müsste jetzt eigentlich wieder mehr oder weniger funktionieren. Unsere Hühner werden jetzt hoffentlich nicht mehr verhungern. Ich finde schon wieder nicht mehr, wo unsere Scheune ist. Hier. Die ist ziemlich leer und wie sieht's hier aus? Die ist noch mehr oder weniger voll. Dann würde ich den ersten Weg hier löschen und von dieser Scheune noch ein bisschen was hier hinbringen lassen. Ich denke, das meiste, das wir sammeln, wird sowieso hier hingebracht. Also dürfte das eigentlich so klappen. So, du kannst raus. Da sind wir am Limit angekommen. Der Kohlehersteller... Soll ich den noch drinnen lassen? Ja, wir brauchen... Da ist das Limit auf 200. Also Brennholz lasse ich definitiv noch drinnen. Also den Holzhacker. Kohle... Ich zweifle gerade ein bisschen. Ich nehme den raus. Und somit auch den und den Brennholzhacker lasse ich noch drinnen. Und dann brauchen wir definitiv ganz dringend Eisenerz. Und deswegen setze ich dann jetzt die vier freien Leute hier in die Eisenmine. Und. Ja, sieht momentan eigentlich ganz okay aus. Das mit den Hühnern haben wir, denke ich, auch wieder in den Griff bekommen. Das wurde zwar jetzt ziemlich knapp, aber es sieht jetzt vorerst mal wieder ganz okay aus. So, das hier kann ich auch zum Abernten lassen anklicken. Hier ist nichts mehr bereit, das ist nicht schlimm.
Hier werden Weizen angepflanzt, das ist gut. Die zwei Leute lasse ich auch jetzt in der Windmühle, um etwas mehr Mehl zu kriegen. Und ansonsten, nahrungstechnisch sieht das eigentlich ziemlich gut aus. Wir haben sehr, sehr viel Gemüse. Fisch und Fleisch könnte etwas mehr sein, aber das ist eigentlich nicht so schlimm. Honig haben wir auch sehr viel. Da wir jetzt keinen Honigkuchen herstellen, werde ich das auch freigeben zum Verbrauch der Leute. Dann können die Leute das jetzt essen. Obstkuchen würde ich schon gerne herstellen können. Also hoffe ich, dass wir bei der Expedition irgendwie eine Kuh finden, um Milch zu kriegen. Oder Ziegen, die geben auch Milch. Da weiß ich jetzt gerade nicht, wie das Spiel da aufgebaut ist, ob es dann Kühe sind, die die Milch geben, oder die Ziegen. Und dann würde ich auch gerne bei der nächsten Expedition an Schafe kommen, beziehungsweise an Baumwolle für Wolle, um warme Kleidung herstellen zu können. Das ist dann immerhin noch effektiver als jetzt die normale Kleidung. Ja, ich denke, das war's dann auch für diese Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ihr könnt da gerne in die nächste Folge wieder reinschauen. Bis dann. Ciao.